Früher als Kind hat sie heimlich alle Parfümfläschchen ihrer Mutter ausprobiert, sobald die aus dem Haus war. Eigentlich kein Wunder, dass die Italienerin Laura Biagiotti später auch Mode und Düfte kreiert. Wir besuchen sie und bekommen exklusive Einblicke in die Privaträume ihres Anwesens. Willkommen in Rom. Die Hauptstadt Italiens ist neben Mailand das Zentrum der italienischen Modebranche. Die Via Condotti ist eine der teuersten Einkaufsstraßen der Welt. Hier finden Luxusshopper die großen Namen internationaler Designer. Darunter aber auch den einer gebürtigen Römerin, Laura Biagiotti. Und genau die treffen wir eine knappe Stunde von Rom entfernt. Hier liegt das Castello di Marco Simone. Es ist Firmenzentrale und Wohnung der Modeschöpferin, die weltweit bekannt ist, auch für ihre Parfum-Kreationen. Ich war sehr jung, als ich mit der Parfümkreation anfing und unter den ersten italienischen Modeschöpfern, die diesen Weg wählten. Der Markt der Düfte war früher in französischer Hand. 1988 kreierte sie einen Duft und widmete ihn ihrer Geburtsstadt Rom. Die Idee zum Flakon in Form einer römischen Säule hatte sie hier in ihrem Studio. Ich saß hier, überlegte, was eine passende Flakonform sein könnte und sah draußen auf diese antiken Säulen. Da dachte ich, lasst uns eine Säule machen. Das brachte Glück und eine lange Lebensdauer. Rom, die ewige Stadt. Und Roma, ihr ewiger Duft. Die Liebe zu Düften und Flakons hat Laura Biagiotti von ihrer Mutter Delia geerbt. Die hatte immer eine große Sammlung der kleinen Fläschchen, die aber eigentlich für Laura tabu waren. Als Kind haben mich diese ganzen kleinen Fläschchen gefesselt, die auf ihrer Frisierkommode standen. Wenn Mama ins Büro ging, legte ich mir all diese Düfte auf. Diese Faszination stammt also schon aus meiner Kindheit. Ihrer Mutter verdankt Laura es auch, dass sie eine erfolgreiche Modedesignerin wurde. Denn Delia Biagiotti war gelernte Schneiderin. Mitte der 60er Jahre bat sie Laura, ihr bei der Arbeit zu helfen und erweckte ihre Liebe zur Mode. Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes machen. Ich habe klassische Philologie studiert. Besonders hat mich christliche Archäologie interessiert. Und so gibt es immer diese zwei Seiten in meiner Geschichte. Die Mode, die immer für die Zukunft steht, und die Liebe zur Vergangenheit. Was in einem kleinen römischen Atelier begann, führte auf die Laufstege der wichtigsten internationalen Modenschauen. Seit rund 50 Jahren arbeitet Laura Biagiotti als Designerin. Bis heute entwirft sie ihre Kollektionen selbst. Ich glaube, ein gutes Kleid ist wie ein gutes Buch, ein gutes Bild, vor allem ein guter Freund und begleitet dich über viele Jahre. Ihre Residenz, das Castello di Marco Simone, stammt aus dem 11. Jahrhundert. Das Anwesen umfasst insgesamt 150 Hektar Land. Als sie es mit ihrem verstorbenen Mann entdeckte, war es eine Ruine. Gemeinsam bauten sie es wieder auf. Das Haus war total verfallen. Möwen lebten hier, Bäume wuchsen in den Räumen. Es brauchte viel Liebe und Mut, diesem Haus wieder seine ursprüngliche Funktion und Pracht zurückzugeben. Seit über 36 Jahren lebt Laura Biagiotti hier mit ihrer Familie. Exklusiv für Hallo Deutschland gestattet sie einer Kamera Einblicke in ihre Privaträume. In ihrem Salon feierte die Modeschöpferin früher mit der römischen und internationalen High Society private Feste. Die Zeiten haben sich geändert.
Heute ist hier mein privater Bereich mit tausenden Büchern, die unordentlich herumliegen, mit vielen Bildern und Objekten, von denen jedes eine Erinnerung ist. An Reisen, aber nicht nur an Orte, sondern vor allem an Menschen. Die Designerin lebt zwar auf ihrem Landsitz seit Jahren außerhalb Roms, die Liebe zu ihrer Geburtsstadt aber ist ungebrochen. Deswegen hat sie die Restaurierung eines besonderen Bauwerks der Stadt ermöglicht. 500 Jahre alte Skulpturen des berühmten Künstlers Michelangelo ließ sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lavinia aufwendig renovieren. Die Kunstwerke säumen die Treppe Cordoneta am berühmten Kapitolsplatz. Die Arbeiten haben 8 Monate gedauert. Heute erstrahlt dieser Ort wieder in altem Glanz und seinen ursprünglichen Farben. Das hat mich so erfüllt, dass ich fast aufgehört hätte, Kleider zu designen. Ich fand, dass ich damit ein wirklich großes Ziel erreicht habe. Weitere spannende Geschichten über die ewige Stadt und ihre Bewohner sehen Sie morgen in Rom. Promis Luxus Dolce Vita.